Herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Train Sim World 3, denn ich bitte das. Wir sind immer noch in dem Szenario, aber bitte mit Hude, Teil 3. Diesmal werden wir unsere Fahrt endgültig bis Bremen fortsetzen. Wir stehen jetzt hier, wie gesagt, in Hude, beziehungsweise gar nicht in Hude, sondern in Schirbrock. Und haben jetzt hier im Moment Ostfahrt. Machen das auch, Türen zu, lösen die Bremsen. Machen derweil noch schnell ein Foto und dann würde ich sagen, geht's weiter. Nächste Station, Hoyenkamp. Zack, schön gut. Habt ihr das gesehen? Es ist wirklich. Ach, es ist traumhaft. Hoyenkamp ist jetzt auch nicht so weit weg. Tiefer. Also das Szenario hat eine Dauer von angegeben von 1 Stunde 15. Also dann könnt ihr euch mal überlegen, wie lange dann so ein Video gehen würde. Von daher macht das schon Sinn, das mehrere kleine Videos, kurze Videos aufzuteilen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. So, können wir eigentlich schon wieder abschalten, weil wir jeden Moment da sind. Ich habe doch gedrückt, mein Gott. So, bleiben wir einfach mal geschmeidig bei 70. Bremsen brauchen wir glaube ich noch nicht, das wäre ein bisschen früh. Das machen wir wieder kurz vom Bahnsteig. Wenn ich schon früher aufgrund der Schwerkraft stehen kann, beziehungsweise der Steigung. Es sollte sich eigentlich ausgehen. So viel Schwung haben wir dann doch. So, wieder 4 Minuten. So, dann schaue ich mal, wie weit wir da. Ach ja. Ja, auf dem Bahnübergang stehen wir noch nicht. So, ihr habt zu warten, liebe Autofahrer, ne? Das wisst ihr. Ah ja. Die nicht lizenzierten Automaten. Immer wieder schön. Ist doch auch mal ein schönes Foto, oder? So, Türen verriegeln. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Ach geil. Schaut mal, die Türen sind auch offen. Ich liebe es. Jetzt sind sie zu. Ach geil. Schön so mit Bahnübergang. Nächste Station übrigens Delmenhorst. Ziffer natürlich drücken. Will das auch mal. Ich bin ja mal gespannt, ob die Schranken jetzt hochgehen oder ob da noch ein Zug kommt. Weil eigentlich sind wir jetzt weit genug weg. Dauert wohl noch ein bisschen. Habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf zu warten. So. 120 gleich. Sifa.
da sind wir gleich schon in Delmhorst. Kommt eine gute Bekannte von mir her. Die wohnt da. Ich selbst war aber leider noch nicht da. So, da hinten kommt was, oder? Meine ich das? Nee, doch nicht. Delmhorst ist dann schon ein etwas größerer Bahnhof, wie man sieht. Das ist ja ein bisschen zu langsam hier. Das wollen wir nicht. Also wir halten uns so in den 4-5 Minuten Takt von der Verspätung her. Aber wenigstens sind wir von den 6 Minuten runter. Das ist schon mal sehr viel wert. So. Wir können ja gleich mal schauen, was da in der Anzeigetafel steht. Wie viel Verspätung wir haben. So, schauen wir mal, was da dran steht. Würde mich jetzt nochmal interessieren. Verspätung circa 4 Minuten, ja, das passt ja. Das ist gar nicht mal so irgendwie aus der Luft gegriffen, das passt. Heidkrug, Bremen, Neustadt, Bremen, Hauptbahnhof. Ja, wir haben jetzt noch Heidkrug, Bremen, Neustadt und dann schließlich Bremen Hauptbahnhof vor uns. Übrigens der Delmhorster Bahnhof. Delmhorst an sich. Eine sehr schöne Stadt, wie ich finde. Also wenn das alles so stimmt, wie es hier aussieht, dann wird das wohl so sein. Wir müssen die Bremse mal währenddessen. Ja, das ist also Delmhorst. Hier ist leibt und lebt. So, nächste Station, Heidkrug. Mal schön so aus der Ferne der Zug abfährt. Sehr, sehr nice. Sagt immer schön mit Fingerspitzengefühl aufschalten. Nicht aus dem Stand bis auf Fahrstufe 20 oder noch weiter aufschalten. Dann macht ihr genau das Falsche und ihr bleibt einfach stehen, weil die 110 dann abschmiert. Das ist nicht witzig. Also immer schön Fingerspitzengefühl. So, Heidkrug haben wir dann gleich auch schon erreicht. Sehr, sehr nice. Also ich war schon in Bremen spotten, das könnt ihr auf meinem Kanal sehen, aber in Delmhorst war ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
So, Mitte 60. Kurz vom Bahnsteig, je nachdem wie lang der ist. Oder kurz der ist. Falsche Bremsen. Ist ein bisschen arg weit. Egal. Egal, egal, egal. So, das ist also Heidkrug. Ja, weiter kann ich leider nicht gehen. Aber ihr seht vielleicht so ein bisschen. Könnt euch vielleicht ausmalen, ob das wirklich so ist oder nicht oder wie auch immer. Wieder in die Türen. Lösen, bremsen. Dann schalten wir auf. Ob's da nicht zu viel. Nächste Station: Bremen, Neustadt. In 7,4 Kilometer, der ist schon wieder ein bisschen weiter weg. Ich denke mal, Bremen, Hauptbahnhof von Bremen-Neustadt aus, wird dann wieder sehr kurz sein, würde ich mir vorstellen. Dürfte reichen, bis zu 140 km/h. So, 5 Kilometer, dann sind wir schon im Bremer Raum. Sehr, sehr nice. Fahrstufe 18 sollte eigentlich ausreichen. Unter 140 bleiben. Je nachdem, wie es bergab geht. So, gleich 120. Bleiben wir mal dabei. 15 ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Sind jetzt aber schon wieder aus dem 4 Minuten Verspätungsbereich raus. Das wären wieder locker 6 Minuten. Kann man leider nichts mehr dran machen. Gespannt bin ich, ob ich Gold kriegen werde, muss ich echt sagen. Also, schauen wir mal.
60. Ich war schon. Fuck! Das war's. Das war's, das war's. Was war jetzt mein Problem? Ich war doch schon am Bremsen. So schnell kannst du gar nicht bremsen. Ey. Meine Güte. Wahnsinn. Ehrlich, Wahnsinn. So schnell kann man gar nicht bremsen. Ist ja unnormal. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es echt nicht. Egal. Ist passiert. Kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Zu spät sind wir sowieso. Von daher. Punkt, Punkt, Punkt. Der Hund drauf. Das könnte mir ja sein, was ich da falsch gemacht habe. So, große Aufschalten brauchen wir jetzt auch nicht mehr für die 400 Meter. So, ich bin jetzt 110 Kilometer gefahren mit der 110. Ach, das sind alles so Dinge, ne? Ziefer. Das ist mal was Quittierpflichtiges. So, das wäre Bremen Neustadt. Sag mal, ist der Hauptschalter rausgeflogen? Tatsächlich rausgeflogen. Da habe ich noch die falschen Türen. Ah. Habe ich jetzt alle Türen geschlossen? Die sind zu. Die sind offen. So. Nächste Station. Dem Hauptbahnhof. Leute, 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 Leute. Das war nicht so einfach. So, Bremen Hauptbahnhof 2 Kilometer, 60, beziehungsweise 50, 60 haben wir ja schon. Würde ich auch sagen, dass wir gleich schon gar nicht weiter groß aufschalten. Hört euch das mal an hier, auch sehr schön, oder? Mega schön und sehr schön. Sifa.
bin jetzt schon wieder falsch. Scheiß Außenansicht. Selber schuld. Ich wollte hier Aussicht genießen von der Brücke. Sofort bestraft worden. Echt, das ist... Sofort bestraft worden. Gibt's doch gar nicht. Sind vor schon 10 Minuten im Fahrzeug. Egal. Ich bin echt gespannt, ob ich noch Gold kriege. Das wär ein Wunder. Das wäre wirklich ein Wunder. So, haben wir es gleich geschafft. Befreiung nach wie vor nicht möglich, sind jetzt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht! Jetzt mal ganz ehrlich, warum? Ist weit und breit kein Signal, was ich irgendwie hätte quittieren sollen müssen. Warum? Was ist jetzt mein Fehler gewesen? Gibt's doch überhaupt nicht. Langsam wird's lächerlich. Und ich war auch nicht über 40, über 45, garantiert nicht. Also manchmal ist das System komisch, muss ich echt sagen. Da kommt jetzt wieder zum quittierendes Signal. Manchmal ist das echt komisch. Sorry, aber ist meine Meinung. Ganz ehrlich, was war jetzt mein Problem? Was? Was ist jetzt wieder falsch? Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch überhaupt nicht. Die dritte zwang sie innerhalb von ein paar Minuten. Ich verstehe es nicht. Sorry Leute, aber ich verstehe es nicht. Kann ich nicht verstehen, echt nicht.
Da bin ich echt überfragt. Entriegeln die Türen und dann schauen wir mal, was überhaupt passiert hier. Ob wir Rot, Gold kriegen. Gut gemacht, sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Oh wei, oh wei, oh wei. Ob ich das wirklich sehen will? Na komm. Also. Wir kriegen tatsächlich noch Gold. Das darf ja... Wahnsinn, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Schaut euch das mal an. Ja gut, 4.46 Uhr war geplant, 4.45 Uhr waren wir Büsing. Das ist, hat ja noch alles funktioniert. Aber der fing, ja gut, Oldenburg 4.53 hat funktioniert. Wüsting, dann fing der Ärger ja an, nach dem Umsetzen in Oldenburg. Da ging es los. Geplant 5.08 Uhr, real 5.14 Uhr. Ude, 5.14 Uhr geplant, 5.20 Uhr. Bokholzberg, 5.20 Uhr geplant, 5.24 Uhr. Ankunft. Schierbrock. 5.24 geplant, 5.28 Ankunft. Heudenkamp-Bahnsteig. 5.27 geplant, real 5.31. Delmenhorst 5.30 geplant, 35 da. Heidkrug waren wir 33 da, so waren, geplant, 38, schon wieder 5 Minuten. Also ihr da ja auch in Delmenhorst. Bremen-Neustadt. 5.38 geplant, 5.46. Und den Vogel haben wir natürlich hier in Bremen abgeschossen, ne? 5.40 Uhr geplant und 5.54 Uhr waren wir erst dann, fast eine Viertelstunde später. Holla die Waldfee. Und trotzdem haben wir Gold bekommen. Benötigte Zeit haben wir 1 Stunde 16,53 Minuten, beziehungsweise Sekunden. Gefahrene Distanz 63,01 Kilometer und gelaufene Entfernung 170 Meter. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny spielt das. Haut rein. Schön, dass ihr bis hierhin mit mir am Start wart. Bald seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye, bye.